Einen wunderschönen guten Tag bei einen wunderschönen guten Tag. Wir machen mal einen Tontest. Hast du jetzt einen Ton, haben die? Willkommen zur Hochzeitsmesse online. Herzlich willkommen online. Seien Sie dabei. Seien Sie dabei. Messe Online TV. Ja, hallo zusammen. Da sind wir wieder unterwegs am heutigen Sonntag mit Hochzeitsmesse Online TV. Ja, kleine Verzögerung, aber jetzt sind wir live auf Sendung, um euch, liebe Brautpaare, natürlich mit weiteren neuen spannenden Einblicken in unseren Dienstleistern ja, zu vollführen. Und natürlich auch tolle Informationen in euer Wohnzimmer zu bringen. Dafür gibt es Hochzeitsmesse Online TV, weil wir immer unterwegs sind zu unseren Dienstleistern, zu unseren Ausstellern, aber natürlich auch in diversen Zoom-Meetings. Die könnt ihr euch, wenn ihr vielleicht auch dieses Zoom-Meeting nicht ganz schauen könnt, auch hinterher nochmal anschauen unter www.hochzeitsmesseonline-tv.de. Ja, Hochzeitsmesse Online in über 50 Städten aktiv, mit über 1400 Dienstleistern präsent und das Ganze kostenlos und 24/7 zugänglich. Also ihr könnt von überall auf dieser Welt und zu jeder Uhrzeit euch rund um die passenden Hochzeitsdienstleister informieren. Ja, und heute sind wir wieder mit unserem TV-Team unterwegs und wir sind im schönen Wülfrath. Ja, und was haben wir heute für ein spannendes Thema? Wir haben heute das große Thema Brautstrauß. Konservierung, also ein ganz spannendes Thema. Es gibt ja viele Bräute, das sehen wir auch bei Facebook oder Instagram, also in den Social Media Kanälen, wo gefragt wird, was mache ich hinterher mit meinem Brautstrauß? Und dafür haben wir eine Lösung. Und deswegen schauen wir jetzt mal, ob sich hier bei Blumen Forever auch noch jemand befindet, der uns vielleicht Rede und Antwort stehen kann. Wir schauen uns mal um hier in den schönen Geschäftsräumen in Wülfrath und gehen einfach mal in den hinteren Bereich. Da sieht man also auch schon ein paar Artikel und ja, schön, dass ich doch jemanden treffe hier bei Blumen Forever. Ja, liebe Brautpaare, das ist Rito und Simon Höhner. Hallo. Das sind quasi die Konservierer, mit denen wir jetzt ein großes Gespräch führen. Ich würde erst mal sagen, sagt mal Hallo und stellt euch mal kurz persönlich unserem Brautpaar vor. Ja, hallo, willkommen in Wülfrath. Vorsicht, der Kameramann muss überleben. Da vorstellen meine Frau, Rito. Hallo. Genau. Ja, Brautstraußkonservierung. Ich würde sagen, wir setzen uns einfach Gerne. und dann steigen wir mal ein ins große Thema Brautstraußkonservierung. Wenn ihr, liebe Brautpaare, natürlich Fragen zwischendurch habt und ihr stellen möchtet, könnt ihr euch natürlich live ins Zoom-Meeting einloggen. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Es wird natürlich live gesendet bei Facebook, bei TikTok, Hashtag Hochzeitsmesse online. Und dort findet ihr auch die Login-Daten, auch bei Instagram, Hashtag Hochzeitsmesse online. Also wenn ihr sagt, Mensch, ich habe spannende Fragen an Rito oder Simon oder zum Thema Brautstraußkonservierung, dann loggt euch einfach bei Zoom ein und kommt live dazu oder stellt einfach im Chat gewisse Fragen und dann beantworten wir diese. Ja, ihr beiden, Brautstraußkonservierung. Wir sehen schon viele schöne Sachen. Ich würde einfach mal sagen, mal erstmal so den groben Anschnitt. Also ja, Rito ist so mehr die Künstlerin, ne? Künstlerin, bisschen ruhiger, bescheiden. Ja, ist eher kreativ aktiv. Und Simon ist das Verkaufstalent hier im Geschäft sozusagen. Ja? Ich versuche mein Bestes. So, Brautstraußkonservierung. Wir sehen hier schon mal ein Beispiel. Was heißt das? Wie macht ihr das? Eigentlich ist es ganz simpel, aber es steckt natürlich viel Arbeit dahinter. Und wir haben einfach mal die kleinsten Versionen mitgebracht. Wir haben verschiedene Formen, verschiedene Größen, wie wir einen Brautstrauß konservieren können. Auch verschiedene Hintergründe. Hier sieht man mal einen weißen Hintergrund und auf der anderen Seite einen schwarzen Hintergrund. Ja, wie läuft das Ganze ab? Das ist eigentlich ganz simpel. Ich denke, dass jede Braut einen Brautstrauß hat.
Und das kommt eigentlich, der Trend kommt aus den USA. Und die Leute wollen einfach aus dem Brautstrauß das, was Nachhaltiges haben. Und diese Nachhaltigkeit können wir herstellen, indem wir den halt mit Epoxidharz konservieren. Und das machen wir jetzt ja, es wird immer größer, wird immer eine Nachfrage, auch natürlich gerne Rede und Antwort stehen. Bedarf, wo man sich nicht direkt, wo man nichts direkt mit anfangen kann, sage ich jetzt mal. Und deswegen ist es gut, dass es Hochzeitsmesse Online-TV gibt, dass wir euch besuchen dürfen und ein bisschen Einblick bekommen. Ja, ich habe es, wie gesagt, schon öfters jetzt auf Social Media gesehen, dass Leute gesagt haben, was mache ich mit meinem Braut oder was macht ihr quasi mit eurem Strauß? Gibt es da Tipps? Was kann man machen? Und ja, sowas ist ja auch eine tolle Erinnerung und ein Stück, was man vielleicht dann auch ein Leben lang behalten möchte, so ein Brautstrauß. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte. Also es wird jetzt gegossen quasi dann, ne? Genau, also erstmal kommt der Brautstrauß zu uns. Genau, machen wir mal das Prozedere. Beziehungsweise das Prozedere fängt ja schon früher an. Eigentlich muss ich ja schon Monate, bevor ich Ja sage, wissen, was ich mit meinem Brautstrauß mache, sage ich mal. Ja? Also das, wenn das wir das Prozedere, ne, weil wir haben uns natürlich ein bisschen unter, es ist ein Ran und deswegen, ja, fangen wir mit dem Prozedere an. Wann sollte ich vielleicht schon am besten wissen, was ich mit meinem Brautstrauß nach der Hochzeit mache? Genau, also im Endeffekt wäre es vom Optimalfall her so, dass die Braut oder das Brautpaar auf uns circa 3-4 Monate vorher zu uns kommen, sobald auch feststeht, was wird es mit dem Brautstrauß, oder wenn man feststellt, okay, was mache ich mit dem Brautstrauß nach der Hochzeit? Genau, ja. Das kann auch mal kurzfristiger sein. Wie der Brautstrauß jetzt aussieht, muss man vielleicht nicht wissen. An der Stelle muss man vielleicht wissen, welche Größe will ich haben? Also will ich eher einen kleinen Block hinterher haben oder will ich größeres haben, was jetzt hinter mir steht? Das sollte man an der Stelle vielleicht schon mal sich entschieden haben. Aber auch eine Beschriftung, ob man die haben möchte, ja oder nein, das kann man später entscheiden. Das ist nicht das Problem. Aber gut, da fällt mir schon ein, wenn ich jetzt mir schon mal aussuche, was ich machen möchte, muss ich doch vielleicht wissen, welchen Strauß ich dann danach mache, ne? Was ich mache, weil ich kann ja den Ohrringen weniger unterbringen, wie jetzt, sagen wir mal, in sowas. Ne? Also man sollte schon mit dem Floristen schon mal ein Gespräch geführt haben, schon mal in die Richtung gehen. Man sollte vielleicht den Brautstrauß auch nicht, jedenfalls nicht das Original werfen. Das, aber da haben wir schon gelernt, es geht der Trend zum Zweitstrauß. Genau, den haben wir mittlerweile. Ja, es gibt den Wurfstrauß. Es gibt den Wurfstrauß. Und daraus, das ist natürlich klar. Und man muss sich halt dann bei uns frühzeitig melden, damit es ja auch noch ein Terminslot frei ist, weil der Run ist wirklich groß und wir haben nur verschiedene Verfügbarkeiten pro, ich sage jetzt mal, Wochenende pro Woche. Liegt auch einfach daran, dass eine Konservierung jetzt kein Tages- oder Wochengeschäft ist, sondern das dauert halt mehrere Wochen. Und entsprechend brauchen wir halt entsprechend Zeit für die Trocknung selbst. Also wenn der Brautstrauß dann zu uns kommt, entweder persönliche Übergabe in der Region Düsseldorf oder aber auch Versand, das ist deutschlandweit möglich. Wir haben auch Kundinnen und Kunden aus der Schweiz und aus Frankreich zum Beispiel. Also das geht alles. Dann sollte er schnellstmöglich bei uns sein. Dann gehen wir in die professionelle Trocknung mit dem Strauß. Danach wird entsprechend arrangiert und das geht dann auch zum Kunden. Das Arrangement kann sich der Kunde oder die Kunde natürlich dann auswählen. Und danach geht es halt in die Konservierung und da wird Schicht für Schicht aufgetragen. Wir können verschiedene Elemente machen, Perlen, persönliche Gegenstände, die vielleicht auch im Rahmen der Hochzeitsfeier wichtig waren oder für das eigene Leben, mit einer entsprechenden Beschriftung, mit einem entsprechenden Hintergrund oder halt auch transparent. Man muss jetzt auch keine Farbchen in der Mitte geben, sondern es kann auch transparent sein. Genau. Das war so als Schnelldurchlauf, wie sowas danach. Der schnelle Zeitplan quasi. Ne? Also wie gesagt, liebe Brautpaare, am besten schon 3-4 Monate vor eurem Hochzeitstermin Kontakt aufnehmen. Hier mit Blumen Forever und die ersten Gespräche führen, was möchte ich vielleicht hinterher mit meinem Brautstrauß machen. Ne, ihr habt ja tolle kreative Sachen, ne, wenn ich das sehe, Ohrringe gemacht, Briefbeschwerer, Teelichter. Genau. Also es geht eigentlich so nicht, vorne, was es nicht gibt. Ja. Sowohl Ohrringe finde ich ja schon witzig. Genau, zur Hochzeit oder halt auch natürlich nach der Hochzeit. Zur Hochzeit ist dann im Endeffekt analog zu der Blumendeko. Da können wir auch, ich sag mal, von der Tischdeko über Ohrringe für die Braut passend zum Hochzeitskleid zu den Blumen was machen. Oder halt Platzteller,
Tischuntersetzer, Tischkarten, Servietenhalter mit Tischkarte integriert. Das geht auch alles aus Epoxidharz. Und alles nach der Hochzeit, also die klassische Brautstrauß-Konservierung, ist dann halt wirklich der Brautstrauß kommt zu uns und der wird da konserviert. Da kann man dann auch alles Mögliche draus machen. Also Standard ist eigentlich mittlerweile, die Braut sucht sich einen Block aus in verschiedener Größe und dazu bestellt sie noch 6 Untersetzer oder Ohrringe oder einen Kerzenhalter. Das ist einfach dann auch eine Sache, die man dann vielleicht auch weiter verschenken möchte an die Schwiegereltern, ja, an seine beste Freundin. Man kann mehrere Elemente dann, sage ich mal, sich aussuchen zum Brautstrauß, genau, wenn er groß genug ist. Genau, der Brautstrauß wird ja auch nicht, wie ihr seht, ja auch nicht komplett gegossen, weil das wäre einfach auch immer ein Monstrum. Also wenn man so einen klassischen Brautstrauß nimmt, das wäre so viel Epoxidharz, das macht keinen Sinn. Das heißt, wir arrangieren das. Das sind dann die Originalblüten und Pflanzen aus dem Brautstrauß. Und da bleibt eigentlich bei einem normalen Brautstrauß, wobei die ja immer größer werden, genug Blumen über, um halt noch, ich sage jetzt mal, Accessoires und Dekoratives zu machen, was also funktional ist. Mein persönliches Highlight sind, was ich klasse finde, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung als Mann, ist der Ringhalter. Also wir können Ringhalter herstellen, da haben wir auch welche. Oh, ja. Genau, das ist halt ein Ringhalter, immer halt auch einfach bei sich auf den Nachttisch oder wo auch immer zu Hause hinstellen kann, um dann einfach den Ring, also den Hochzeitsring, wenn man ihn halt abnehmen muss, aus welchen Gründen auch immer, dort aufbewahren kann über Nacht oder wann auch immer gebraucht. Oder halt Ringe, Frauen tragen mehr Ringe, wie bei uns Männern. Wir tragen ja maximal einen Ring, wenn wir verheiratet sind, wenn überhaupt. Und das ist eigentlich so eine funktionale Kunst. Und das Schöne an Epoxidharz ist einfach, es ist für immer verewigt. Das heißt, das geht nicht kaputt. Da hat man eine schöne Glasoptik, Kristalloptik, kann mit verschiedenen Elementen, Gold und Silber, entsprechend funktionieren, irgendwo zu Hause annutzen. Ich finde diese Ohrring-Idee klasse. Also jetzt im Nachhinein nicht ganz so, aber vor der Hochzeit, also sag ich mal, wenn ich den Brautstrauß dann habe, dann die passenden Ohrringe dazu, wo man direkt, sag ich mal, dann auch die Verbindung zu sieht. Wenn man hinterher Ohrringe hat, gut, weiß nicht jeder direkt, dass er vielleicht aus dem Brautstrauß gemacht worden ist, aber ich finde es echt spannend zur Hochzeit. Ne? Wie weit im Voraus, wenn ich jetzt so Ohrringe haben möchte, die zu meinem Brautstrauß passen, wie weit im Voraus müsste ich euch dann quasi die Utensilien zuschicken? Also da wäre es so, da würden wir die Blumen nicht austauschen, sondern wir würden einfach die Information der Kundin abfragen, was ist euer Blumenmotto, beziehungsweise was ist euer Thema generell für die Hochzeit. Und dann würden wir es über unsere Großhändler einkaufen, in Absprache mit dem Brautpaar. Das geht am schnellsten. Und je nachdem, was es ist, also ein Ohrring geht, sag ich mal, da hätte man einen Vorlauf mit allem drum und dran, denke ich mal, von 2 Wochen, wenn wir Verfügbarkeiten haben. Aber bei Platzteller zum Beispiel oder größeren Sachen, auch von der Stückzahl, da dauert es halt schon mehrere Monate, weil das einfach alles handgefertigt ist, alles Handarbeit. Ritu macht das alles im Atelier. Es ist hier, außer die Poliermaschine, ist keine maschinelle Herstellung dabei, keine Geräte werden benutzt, sondern wirklich alles handgefertigt, auch alles quasi made in Germany. Und von da aus dauert es. Made in Wülfrath. Made in Wülfrath, genau. Aber von da aus dauert es halt länger und dafür hat man auch eine Qualität und halt natürlich auch Kunstwerke. Das heißt, es sind alles Unikate. Also es ist nichts Maschinelles und es sind wirklich Erinnerungen. Was Einmaliges, ne? Ich sag mal. Also das finde ich witzig, liebe Bräute, wenn ihr also wirklich mal Ohrringe zum Brautstrauß tragen möchte. Also ich habe ja sonst quasi auch noch einen Nebenberuf als DJ. Ich war ungefähr auf 1700 Hochzeiten unterwegs als DJ. Und sowas habe ich noch nicht gesehen. Also das ist wirklich immer was ganz anderes. Ja. Ohrringe passen zum Brautstrauß. Finde ich eine klasse Idee. Also ihr sucht ja da draußen immer auch mal ausgefallene Sachen. Und das ist, sage ich mal, in der Nachbereitung mit dem Brautstrauß natürlich schon was Ausgefallenes. Die Konservierung, aber die Ohrringe an dem Tag selber, ist schon so mein persönliches Highlight für heute am Sonntag. Ja. Ist auf jeden Fall ein Eyecatcher und ist natürlich auch was dann bleibt. Das heißt, das kriegt man ja immer wieder dann. Die kann man immer wieder tragen und das Brautkleid wandert ja meistens dann gut verpackt in den Schrank und wird dann fast nie wieder rausgeholt. Und beim Brautstrauß, der halt auch eine Symbolik hat, das ist halt auch das Thema, um zu sagen, nein, wir können das konservieren und man kann sich das wunderbar ins Wohnzimmer stellen und hat das wirklich dann für immer.
bei sich, weil es halt auch eine emotionale Geschichte ist. Da kann emotional stecken natürlich Erinnerungen drin oder dahinter, ne, an den Hochzeitstag an sich. Ne? Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte und es gibt ja schöne Elemente, wie man sieht, was man damit machen kann. Ne? Ja. Ja, wie gesagt, ihr sagtet ja eben, entweder persönlich vorbeibringen, klar, wenn man hier in der Nähe ist, aber Versand ist auch alles super vorbereitet vorher. Ja. Ne? Genau, also die Kunden bekommen von uns nach der Bestellung natürlich eine Terminbestätigung und je nachdem, wann der Termin ist, bekommen sie dann zeitnah oder halt wirklich 2-3 Wochen vor der Hochzeit entsprechend dann auch ihre E-Mail mit der Versandanleitung. Sag ruhig mal Hallo hier an die Brautpaar. Ist genau. Gar kein Problem. Wir sind ja klein. Ne? Und unser Nachwuchs muss ja auch dabei sein. Wir müssen ja auch für die weiteren Generationen sorgen. Ne? Alles gut. Ne? So. Auf jeden Fall bekommen dann die Bräute oder das Brautpaar von uns per E-Mail eine detaillierte Versandanleitung, wo sie wirklich Schritt für Schritt durchgeführt werden, wie ich den Brautstrauß nach der Hochzeit behandeln muss, wie ich die Blumen respektive den Strauß halt auch versandfertig mache, damit der halt auch im Worst Case 200 Tage im Paket überlebt, aber in aller Regel. Genau, das ist die Frage. Also ich sollte es natürlich klar, so schnell wie möglich auch losschicken. Genau. Ne? Das wäre schon wichtig. Wie viele Karenztage gibt es so, ich sag mal, nach der Hochzeit in der Regel, sagen wir mal, samstags stattfindet? Ne? Sollte Montagmorgen das Paket durch wen auch immer. Sollte schon auf die Reise, auf geschickt. Die Reise geschickt werden und auch den Expressversand wählen. Das wäre schon wichtig, weil, wie gesagt, Blumen sind vergänglich und gerade bei den letzten Tagen, die wir zuletzt erlebt haben, ist es halt auch noch herausfordernd, gar keine Frage. Aber in aller Regel ist der Umlauf von UPS, DHL und Co. eigentlich gut und dann kann man sich auch entsprechend mit dem Material anfangen und die Blumen verwelken dann nicht, weil sie halt vernünftig vorbereitet sind und die Versandanleitung gibt es von uns natürlich inklusive. Die nächste Ausweitung des Jobs, ne, ein Brautstrauß-Taxi für danach, ja, ne? Sage ich jetzt mal. Ohne Gag. Ja. Wir haben jemanden auch bei Hochzeitsmesse online, die macht mit den Brautsträußen hinterher Bilder oder Fliesen und Kacheln auch. Und die hat sogar, die hat Taxen, die abholen, die Brautsträuße. Ne? Gut, gibt jetzt ein paar Euro Kosten, sag ich mal. Ne? Kosten ein paar Euro. Ja. Aber da sieht man, wie wertvoll den Bräuten auch der Strauß ist, ne? Und auch die Erinnerung, um den auch nachhaltig, sag ich mal, hinterher behalten zu können. Im Sommer hatten wir jetzt mehr Kundinnen aus der Schweiz. Und auch das ist ein Thema, weil es natürlich auch eine Verzollungsgeschichte ist. Die Schweiz ist ja nicht EU. Und der Umlauf ist in der Schweiz auch ein anderer, was das Paket angeht. Stereotype dienen will ich aber nicht. Aber auch das geht und das auch kostet natürlich deutlich mehr, als jetzt innerhalb von Deutschland ein Paket zu verschicken. Aber das ist ja gar kein Thema. Umgekehrt ist es so, sobald die Konsumierung fertig ist, das fertige Produkt, schicken wir versandkostenfrei dann an die Bräute zurück. Und das auch entsprechend versichert und das kommt dann auch meistens bei den Bräuten unsererseits sehr, sehr gut an. Und eine Abholung ist natürlich auch jederzeit mit dir. Wir hatten auch schon eine Kundin, die kam sowohl beim Hinbringen als auch beim Abholen aus Hamburg. Auch das gibt es. Also von da aus kann ich das nachvollziehen mit dem Taxi. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber man sieht halt, ne, wie wertvoll dann den Bräuten auch der Strauß ist, beziehungsweise den nachhaltig letztendlich noch verarbeiten zu lassen. Genau. Damit er eine tolle Erinnerung hat, ne? Sag ich mal. Ne? Aber man kann es auch mit einem schönen 1-, 2-, 3-tägigen Urlaub hier in unserer Region verbinden, wenn man es nach Hause hinbringen möchte. Hier gibt es auch sehr viel zu sehen. Ne? Die Kunden müssen nicht unbedingt hier in euren Geschäft kommen, um eventuell die Elemente auszusuchen. Das kommt ja auch online. Kann man sich aussuchen oder macht ihr auch so Online-Meetings mit den Kunden, wo es ist, weil ich sage jetzt mal, kommen wir quasi so auf den Punkt, die Entstehung des Objektes, auch die Bestückung, wie das macht, ist es ein Überraschungsfaktor, den ich zu Hause habe und ich packe aus und so sieht's aus. Oder wird es doch vorher irgendwie detailliert geklärt, wie es bestückt wird? Wird detailliert geklärt und wir nehmen die Kunden Schritt für Schritt mit. Das bedeutet, von Anfang an wird alles über die Webseite, über den Bestellprozess, werden die Rahmen abgesteckt und natürlich kann man das auch dann in einem Beratungsgespräch entweder per Zoom oder WhatsApp oder telefonisch klären.
und man kann jederzeit Fragen stellen. Und es ist auch dann so, dass wenn der Trocknungsprozess abgeschlossen ist, dann werden Arrangements hergestellt, die wir dann wirklich festhalten. Das kommt per E-Mail zum Kunden. Und die Kundin kann sich dann entscheiden, A, B, C oder D. Mhm. Oder kann sagen, ich hätte gern prinzipiell A, aber ich hätte gern ein Element von C. Und dann kann man darüber sprechen und dann wird es auch erst dann so gegossen, wenn die Kundin happy damit ist, dass es auch immer passt. Weil von dem Blumenstrauß, der getrocknet wird, ist es halt nicht 1:1. Das geht einfach nicht, weil es einfach nicht der gesamte Strauß ist. Und natürlich ist ein Unterschied, die Blüten sind natürlich nicht die sind nicht im Strauß integriert, sondern die sind natürlich danach getrocknet. Das heißt, das sieht auch nochmal anders aus. Das heißt, wir nehmen den Strauß ja auseinander, wollen ihn wieder zusammenfügen und da soll natürlich die Kundin auch 100% Mitspracherecht haben, weil sie solchen Fall mit dem Kunstwerk, mit dem Unikat mitgeben. Also, Mitspracherecht habt ihr quasi. Ja, basisdemokratischer. Genau, ne? ihr kriegt halt verschiedene Beispiele vorgelegt und könnt dann ausschauen, welches passt oder vielleicht Elemente einfach kombinieren dann genau. In der Zusammensetzung. Ne? Ja, oder es gibt auch noch mittendrin in dem Prozess vielleicht nochmal den Wunsch, dann doch gleich das Brautpaar als Beschriftung mit dem Hochzeitsdatum zu verewigen. Auch sowas ist on top möglich. Da hatten wir ja hier quasi. Oder halt nochmal zeigen. Zusätzlich Untersetzer bestellen, wir teilweise auch mit anfertigen. Mit Schrift hier auch sehr schön eigentlich. Ja? Jetzt in Gold und Silber zum Beispiel. Von da aus ist da alles möglich und der Prozess ist wirklich kein anonymer. Das heißt, es ist jetzt nicht wie, sagen wir mal ganz brutal, wie bei Amazon bestelle ich was und zwei, drei Tage später. Nein, nur ist ja schon persönlich. Sondern persönlich, aber auch das wollen wir halt auch deutschlandweit so leben und das tun wir auch. Das heißt, jeder Prozess für uns ist auch ein einzigartiger Prozess, weil jedes. Ja, alles Unikate. Es gibt es nicht nochmal in derselben Struktur, in demselben Design aussehen, sondern es ist alles Unikat. Einmalig und ja, wie du schon sagst, macht ja auch Zoom-Meetings oder Meetings dann über die verschiedenen Portale, wo man dann persönlichen Kontakt hat. Ja. Und das ist ja schon, sollte man auch, sage ich mal, bei der Gestaltung. Ich glaube, wenn das. Ist ja auch kein Standardprodukt und ist auch den Service, den wir anbieten wollen. Bei Vito sind auch so, da fließt so viel Herzblut in das einzelne Produkt. Das heißt, man nimmt den Kunden mit auf diese Reise und man gibt diese Babys auch ungern ab. Also es ist dann wirklich eine emotionale Geschichte, auch bei uns, quasi bei Bloom Forever, so eine Sache, wenn man mit einem Produkt wirklich zufrieden ist, dann ist das wirklich auch schade, dass man sagt, okay, das muss jetzt zum Kunden am Ende des Tages. Müssen wir doch wieder zurückgeben, ja. Ne? Ja, es sieht aber toll aus. Also ich sag mal, daran sieht man aber auch, dass da wirklich auch Herz und Hand dabei sind und entsprechend halt auch eine Sache wirklich für immer, für die Ewigkeit gemacht worden ist. Wie lange dauert der ganze Prozess quasi, wenn der Strauß jetzt bei euch angekommen ist, bis, ich sag mal, das Brautpaar das fertige Produkt wieder in den Händen hält? Man kann sagen, 6 bis 8 Wochen mit allem drum und dran. Das kann halt, wenn es spezielle Blumen, nicht jede Blume oder nicht jede Blüte trocknet in der gleichen Zeit. Das heißt, es gibt auch Blüten, die sind sehr komplex. Ja. Die brauchen einfach länger. Und die Zeit nehmen wir uns dann auch. Da überhasten wir auch nichts. Dann kann es halt auch mal 2, 3 Wochen länger dauern, aber in der Regel ist es so 6 bis 8 Wochen, also 2 bis 3 Monate dann top. Und es kann natürlich auch bei einer Hitzeperiode beim Gießen ist es einfach so, dass es da auch einfach ein Problem gibt, weil einfach das Epoxidharz in diesen Tagen dann einfach, ich sag mal so, herausfordernder miteinander umzugehen hat. Aber das ist alles gar kein Thema, aber in der Regel 6 bis 8 Wochen. Vorfreude ist ja die schönste Freude, wie bei der Hochzeit letztendlich. Wenn man eine ordentliche Hochzeitsreise macht, die 6 bis 8 Wochen dauern könnte. Also lasst euch Zeit bei der Reise, genießt die Flitterwochen und dann ist die Freude groß. Nein, gut, ist ja ein tolles Produkt und Handarbeit, alles künstlerisch und wie gesagt, wird ja auch vernünftig verarbeitet. Also da muss man auch auf den Trocken- und Konservierungsprozess dann auch vernünftig drauf eingehen und man hat ein super Produkt hinterher und das ganze Leben lang, sage ich mal, da kann man auch dann mal 2, 3 Tage länger warten, wenn es vielleicht so ist. Ne? Gibt es irgendwelche Blumen, die man gar nicht verarbeiten kann, die vielleicht im Brautstrauß öfters vorkommen? Gibt's eine Blume, oder ich gebe dir da auch Tipps, sage ich jetzt mal.
Sukkulant. Sukkulant, ja. Ja. Und Sukkulant ist eine sehr aufwendige Blüte, die sieht auch schon so aus. Und sind auch sehr, also mittlerweile kommen die häufig vor in Hochzeitssträußen und die ist eigentlich unmöglich zu trocknen. Aber sagen wir so, wenn der Hochzeitsstrauß auch diese Blüte hat, drumherum aber was anderes hat, dann ist es gar kein Problem. Aber Sukkulanten sind einfach nicht zu trocknen. Das ist aber bis jetzt das Einzige, was uns untergekommen ist, was nicht geht. Was auch fast unmöglich ist, natürlich irgendwie so ist immer Richtung kakteenartige Sachen, ja, die halt nicht unbedingt eine klassische Kaktusart ist. Also die pieksen nicht, aber die kommen aus der Familiengattung davon. Natürlich geht das, aber das kommt aus der Natur. Ein Kaktus lebt halt in der Wüste. Bis der vertrocknet, dauert ein bisschen. Wenn die Kundin sagt, dann müsst ihr länger in Flitterwochen fahren. Wenn ihr dann hat die Feuchtigkeit innen drin natürlich auch. Ne? Klar, ist ein Kakteen oder Kaktus ist eine Pflanze, die halt in trockenen Bereichen ist. Der macht das jetzt nichts aus, wenn wir die mal 2 Wochen in die Sonne stellen. Das ist im Endeffekt die einzige beiden Geschichten, die wir bis jetzt in unserer Erfahrung hatten, wo es halt nicht ging. Aber auch da. Genau, aber genau von diesen Arten gibt es halt künstliche, die genauso gut aussehen und die kann man dann halt auch verwenden, aber natürlich in Absprache mit der Braut. Wenn die Braut jetzt sagt, nee, ich will keine künstliche, weil das sind nicht meine Blumen, dann machen wir das auch nicht, aber das Angebot wird dann doch angenommen nach dem Motto, ja, ist so und zwischen uns beiden, okay, jetzt weiß das Internet, aber normalerweise ist dann das Geheimnis zwischen uns und den Kunden. Und das wird aber auch angenommen, das geht, aber ansonsten sind eigentlich alle Blüten relativ. Wenn es nicht funktioniert, ist ja ganz klar. Dass man muss eine Lösung, Alternative finden, wenn man es dran hat. Aber ihr macht ja auch schöne Dekosachen, ne? Wie ich da oben sehe, dieses Mr. & Mrs. zum Beispiel. Ne? Auch, genau, das geht auch. Wobei das natürlich jetzt keine, also ihr seht es ja auch, das ist jetzt aktuell keine Konservierung von Sträußen, sondern das ist eher eine Dekogeschichte, wie wir eben schon sagten, zur Hochzeit hin. Das heißt, das ist jetzt eine Alkoholtinte, die da innen drin ist. Und da kann man natürlich zum Thema der Hochzeit auch entsprechend sich anpassen, was das Farbschema angeht. Oder halt auch in einer anderen Optik arbeiten, sodass es halt passt und dann als Deko für den Brauttisch herhält. Das geht aber auch, also Mr. und Mrs. oder auch ein andere Buchstaben, also sagen wir die Initialen des Brautpaares, geht in dann 20 cm, viel, viel dicker. Auch dort kann man halt einen Brautstrauß verewigen. Das würde halt auch gehen. Dann halt nach der Hochzeit vom Brautstrauß aus. Das ist natürlich jetzt eine Deko-Geschichte. Genau. Die Elemente finde ich auch bei euch dann quasi auf der Homepage oder so. Ne? Unter Blumenforever. Also www.blumenforever. Ich halte es mal ganz ungeniert in die Kamera rein. Oder www.blumenforever.de, da findet man eine große Auswahl dann, ne? Oder auch bei Hochzeitsmesse online einfach in den Stand von Blumenforever gehen, hier in NRW ansässig und da einfach stöbern oder Kontaktdaten auch rausholen. Ne? Genau. Und ist ja auch eine schöne Geschichte dann auch zur Deko halt zu machen. Ne? Was wir da noch zu sagen können, wäre noch, dass wir natürlich auf unserer Webseite auch nochmal FAQs haben, natürlich unsere Kontaktdaten und wenn man da Fragen hat, auch gerne im Vorfeld, bevor man bestellt hat, im Optimalfall, können wir dann noch Fragen klären und einfach fragen, auch wenn es vielleicht offensichtlich ist, aber lieber einmal sicher gehen, als hinter sagen, ach so, das werden wir jetzt eigentlich andersrum stellen. Genau, also deswegen lieber immer nachfragen. Ja. Ich sag mal, FAQs stehen überall drin, aber meistens ist der persönliche Kontakt doch immer eigentlich, sagen wir mal, in gewissen Bereichen doch immer noch der bessere, ne, weil man vielleicht dann doch wieder noch zwei, drei anhängende Fragen hat oder einfach auch von der Beratung, wo ihr dann eingreift, wo man vielleicht Braut gar nicht dran denkt, daran zu denken, dass du dann direkt aufgreifen könnt, um dann halt auch die perfekte Vorbereitung, wie ihr sagt, man kann nicht alles verarbeiten, sich vielleicht schon mal überlegt, was man hinterher mit dem Strauß machen möchte, ne? Dass man da auch schon schaut, was sieht vielleicht auch super aus, ne? Oder von der Größe her. Ne? Wir haben noch eine kleine Anekdote dazu, vielleicht zu interessanten Anfragen. Wir hatten jetzt vor einigen Wochen oder einigen Monaten mittlerweile schon her eine Anfrage, Brautpaar hat auf der Zugspitze geheiratet und dann war die Frage, wie schnell muss der Versand dauern und so weiter. Und das war halt ganz, ganz witzig, weil es einfach auch für uns neu war, das zu eruieren, weil aber auch das haben wir gelöst,
Das Gleiche gilt natürlich auch so Sachen wie, wenn es aus dem Ausland kommt. Oder man halt im Ausland heiratet, also in Spanien oder in Frankreich oder Italien. Wie ist das dann mit dem Versand? Da ist natürlich versandmäßig was anderes. Gut, Zugspitze ist ja quasi ist Deutschland, sage ich jetzt mal. Aber man hat irgendwie die Frage gehabt, wie schnell muss das denn sein? Weil, ich weiß nicht, wer sind die dann da oben geblieben? Mit der haben die oben übernachtet? Da übernachtet und dann ging darum, wie schnell muss denn bei uns sein? Und wo ist das nächste Postamt? Weil die kam nicht von dort. Auch das haben wir quasi recherchiert. Also das wird natürlich zum Service auch dazu. Weil so ein Rundum-Sorglos-Paket, das ist auch dann unser Anspruch. Das soll da so ein bisschen helfen. Und man hat es zur Hochzeit, wenn jeder kennt oder ihr werdet es jetzt ja noch erleben, so viel um die Ohren, dass wir natürlich versuchen wollen, da unseren und Bräutigams dann auch ein bisschen Nerven und vor allem auch Aufgaben abzunehmen. Das wird dann natürlich, das ist immer gut, wenn man Unterstützung von professionellen Dienstleistern bekommt, die einem natürlich auch so in der Arbeit dann einiges abnehmen oder vielleicht auch schon Vorbereitungen treffen können, um euch gewisse Sachen einfach zu erleichtern, sage ich mal. Und das ist natürlich dann auch das Schöne mit Hochzeitsmesse Online TV, dass ihr solche Informationen mal bekommt, weil ansonsten, ne, gut, Homepage lesen ist nicht immer alles so persönlich und steht nicht immer alles drin, wie wenn man mal persönlich vorbeikommt. Und das ist ja auch schwierig, wenn man jetzt irgendwo anders in Deutschland wohnt, ja, mal eben bei euch vorbeizukommen. Deswegen, also solltet ihr das Video nicht ganz gesehen haben oder das Interview, könnt ihr das auf www.hochzeitsmesseonline-tv.de immer noch mal nachhaltig euch anschauen, auch alle davor geführten, gefühlte, weil die 120 Interviews, die wir schon gemacht haben, könnt ihr euch bei Hochzeitsmesse Online-TV jederzeit noch mal hinterher in Ruhe anschauen. Wichtige Frage natürlich auch, die interessant ist, wie sieht das so preislich aus ungefähr, dass man dann natürlich nicht jetzt immer genau sagen kann, weil natürlich viele künstlerische Details auch da drin stecken und was vielleicht für Element. Ich sage einfach, damit man mal so eine Vorstellung hat, vielleicht einfach mal so ein Block ungefähr. Was wir fangen bei den Glöcken standardmäßig, aber inklusive Hintergrund bei 150 Euro an. Da ist aber schon alles inkludiert, also die Trocknung, der Versand hinterher und so weiter. Und es geht dann hoch bis zu den wirklich großen Glöcken, also zum Beispiel. Ja, gut. Ja, also das ist dann halt schon ein kleiner Wonneproppen. Ja. Der liegt dann so bei knapp 500 Euro. Ist halt die Frage, was braucht man? Ne? Oder was man Frage, möchte. Was man haben möchte, genau. Welche Größe. Man kann natürlich mit so einem Baby halt auch, was wir auch noch anbieten, Beistelltisch machen. Also das ist sowas. Natürlich auch eine nette Geschichte. Beistelltisch, ja, ne? Den wir dann auch entsprechend anbieten. Da braucht man halt dann schon ein bisschen was Größeres in der Richtung und da sind wir dann halt irgendwo bei 4-5 Euro dann mit allem drum und dran, aber es geht halt ab 150 los bei den Blöcken. Ja. Bei den anderen Schichten. Ja, dass man einfach mal eine Vorstellung hat, sage ich mal ungefähr, wo die Reise hingeht. Ja. Ich sag mal, ich würde jetzt sagen, das ist alles vertretbar. Ja. Ne? So und letztendlich dann für 150 Euro schon, sage ich mal, so ein Element fürs Leben als Erinnerung hat, ist es schon super und alles weitere klar. Und je nachdem, was überall sind nirgendwo Grenzen gesetzt. Das ist richtig. Aber auch da der Tipp, genau, also pro Block sind es mindestens 10 Stunden Arbeit, die reingehen, plus Trocknung und natürlich die Veredelung. Das ist schon günstig. Sorry. Das ist dann günstig, also definitiv. Mal, Und aber vielleicht noch ein bisschen was zum Finanziellen, weil uns das natürlich auch in den letzten Monaten aus Erfahrungswerten herauskommt. Ist auch ein super Geschenk für, ich sage jetzt mal, die Hochzeitsgeschenkeliste. Also man muss sich das nicht als Brautpaar selber anschaffen, sondern man kann das mit auf die Liste schicken, packen. Und die Patentante, die vielleicht noch nicht unbedingt die dritte Soussière schenken möchte, die hätte dann vielleicht sowas im Angebot oder halt die besten Freunde oder die Trauzeuge oder die Schwiegereltern. Also wir können auch Gutscheine dann. Gutscheine werden, online gibt es auch. Kann man sogar online bestellen. Kann man auch online bestellen. Das natürlich, ja. So, das geht. Oder halt eine E-Mail an uns oder schreiben und dann machen wir das auch klar, dass das halt schon eine Bestellung quasi ins Blaue hinein und die Bräute melden sich dann nachher und dann klären wir alles ab. Das geht, weil wir wissen natürlich auch, Budget ist endlich und es passt so viel auf das zukünftige Ehepaar ein, dass natürlich auch das Budget irgendwann Ende ist. Aber wenn man trotzdem noch haben möchte, Idee ist auf jeden Fall eine nette Idee und als Geschenk ist eine super Idee. Also wir haben da jetzt wirklich schon diesen Sommer, gerade wo jetzt wieder die Hochzeitssaison wirklich mit Vollgas nach Corona in Anführungszeichen wieder begonnen hat, war das wirklich super nachgefragt und die Leute waren dankbar zu sagen, endlich mal was eine Geschenkidee, die einfach mal ein bisschen
was rausfliegt und man hat das Leben lang was davon, man hat eine Erinnerung, sage ich mal, tolle Die Ewigkeit ist eine Sache, wichtig ist uns aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, wir arbeiten nur mit Epoxidharz aus der EU und alle Elemente kommen ausschließlich, die wir verarbeiten, aus der EU oder maximal aus den USA. Wir benutzen keine China-Sachen und es ist uns auch wichtig, dass wir dahingehend eine Qualität haben, die dann halt auch das Thema Nachhaltigkeit erinnert. Also auch da seid ihr gut aufgehoben. Ansonsten schaut gerne mal in Wülfrath hier bei Blumen Forever vorbei. Es gibt nicht nur quasi konservierte Blumensträuße oder Brautsträuße, es gibt auch noch viel mehr hier zu entdecken. Künstlerische Sachen, Seife, Kerzen. Also es lohnt sich hier mal einen Blick reinzuschauen. Ja, ich glaube, wir haben alles besprochen oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, sage ich jetzt mal. Nee, an sich nicht. Ja. Außer die Zuschauerinnen und Zuschauer noch Fragen. Aber ansonsten, wie gesagt, wir sind jederzeit erreichbar über WhatsApp, E-Mail und natürlich unsere Webseite blumenforever.de. Und ansonsten jederzeit gerne in Wülfrath in unserem Flagship Store reinschauen und wir haben auch leckere Schokolade. Also genau. Gibt noch ein bisschen Hüftgold. Hä? Direkt nebenan. Gibt ein bisschen Hüftgold hier nebenan. Gut, ne? Also, ja, schaut vorbei, liebe Bräute, spannende Geschichte, Konservierung vom Brautstrauß, ne? Also ihr müsst ihn nicht quasi dann vertrocknet vor euch sehen und dann müsst ihr ihn leider irgendwann entsorgen, sondern wenn ihr schnell genug seid, quasi ein, zwei Tage direkt nach der Hochzeit, kann der Strauß auch versendet werden hier, wenn ihr nicht gerade in der Ecke von Mettmann wohnt und wird dann entsprechend konserviert, sodass ihr letztendlich ein Leben lang eine Erinnerung an eurem Hochzeitstag, aber natürlich auch an eurem Brautstrauß habt und den quasi dann auch letztendlich immer live bewundern könnt. Ja, ich würde sagen, eure abschließenden Worte an unsere Brautpaare da draußen. Ja? Oder ist euch noch irgendwas eingefallen? Es ist was eingefallen. Wie gesagt, es ist gerade ja getrocknete Blumen. Also wenn eine zukünftige Braut vielleicht den Brautstrauß schon selbst getrocknet hat oder ihn vorhat, selber zu trocknen und sagt dann, okay, was mache ich jetzt? Was passiert jetzt? Oder die Idee, die eigentlich dahinter steckte, vielleicht nicht verwirklicht wurde, auch dann kann man sich gerne vertrauensvoll an uns wenden, denn auch mit getrockneten, ich sag mal privat getrockneten Blumen können wir noch was anfangen und wenn die dann ordentlich verpackt zu uns kommen, können wir die auch noch konservieren. Also auch da ist noch nicht alles vertan, sondern auch da können wir noch helfen und die Konservierung noch verewigen. Also auch da gibt es Rettung, wenn man... Ja, Rettung in letzter Not. Ja, genau. Ne? Aber wie gesagt, schon frühzeitig Gedanken machen einfach, ne? was mache ich mit dem Brautstrauß, weil Termine sind auch rar und wie gesagt, in der Saison kommen natürlich immer viele Sträuße direkt dann an dem Montag zu euch. Ja, deswegen, ja, frühzeitig mit euch Kontakt suchen und Termin fixieren. Auswahl vielleicht schon der Gegenstände vornehmen, damit man auch vielleicht sieht, wie stellt man seinen Strauß zusammen. Und wie gesagt, ich komme immer wieder darauf zurück, auf die wunderbaren Ohrringe vorab. Ne? Also wer hat schon Ohrringe passend zu seinem Brautstrauß? Ne? Genau. Ist auch vom Brautstrauß. Nee. Gut. Was machst du denn da? Das ist der Quality Manager, der guckt gerade noch ein paar Blumen für den nächsten Strauß aus. Willst du Hallo sagen? Willst du Hallo sagen? Nein? Ja, liebe Brautpaare, das war unser heutiger Sonntag. Deswegen, wie gesagt, jetzt, falls euch nicht noch was eingefallen ist, alles wunderbar. Einmal abschließend an unsere Brautpaare noch eure Worte richten. Ja, also ein herzlich willkommen. Guckt auf unserer Webseite nach. Wenn ihr Fragen habt, sind wir jederzeit erreichbar. Und wenn ihr mit unserem Sohn sprechen wollt, dann müsst ihr noch ein paar Jahre warten. Aber ansonsten, genau, der kann schon stapeln. Würden wir uns freuen, euren Brautstrauß zu verewigen, denn jede Braut hat es verdient, ihren Brautstrauß für immer zu verewigen. Und wir können das professionell tun. In diesem Sinne, vielen Dank auch an euch, dass wir hier teilnehmen durften und unser Produkt präsentieren konnten. Und dann wünsche ich mir nochmal von Blumen Forever einen schönen Sonntag und vor allem gute Nerven bei der Hochzeit. Viel Spaß. Ja, liebe Brautpaare, deswegen sind wir ja unterwegs, lieber Simon, für euch da draußen, damit wir natürlich die Informationen in euer Wohnzimmer bringen, die ihr euch immer informieren könnt rund um unsere
Dienstleister. Ich würde sagen, ich gehe da wieder hin, wo ich hergekommen bin, nämlich quasi durch die Türe. Und dann sehen wir noch auch ein bisschen, was ihr noch hier so anbietet. Sehr gerne. Und dann sagen wir gleich nebenan Tschüss. Ja? Hier sieht man noch mal ein paar Elemente, ne? Auch zum Thema Deko, Mr. and Mrs. Auch noch mal dementsprechend hier. Und hier haben wir natürlich dann auch noch verschiedene Kunstwerke, Seifen und auch Schokolade, die es hier in Wülfrath zu bestaunen, zu kaufen, zu bewundern gibt. Ja, liebe Brautpaare, das war's am heutigen Sonntag mit Hochzeitsmesse Online TV Wülfrath. Einfach mal auf die Homepage, viele Informationen entweder und dort findet ihr auch die Kontaktdaten. Ich wünsche euch noch viel Spaß am heutigen sonnigen Sonntag. Stöbert ein bisschen durch die Dienstleister, sucht, fragt früh genug die Dienstleister an. Viele Dienstleister haben schon viele Termine im nächsten Jahr. Also nicht, dass ihr traurig seid und nicht euren passenden Dienstleister mehr findet. Deswegen frühzeitig Kontakt aufnehmen mit den Dienstleistern, Termine vereinbaren, Termine platzieren, sodass da nichts schieflaufen kann. Ja, stöbert ein bisschen durch. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Hochzeitsmesse online, kostenlos. Über 50 Städte, über 1400 Aussteller. Lest unsere Blogbeiträge und dementsprechend einen schönen Sonntag. Ich verabschiede mich mit einem Herz. Bye, bye. Achso, und bei TikTok würde ich sagen, einfach mal ein Herz da lassen. Das freut uns sehr, denn wir sind bei TikTok live und Instagram und Facebook, Hashtag Hochzeitsmesse online. Ich bin Mirko gewesen von Hochzeitsmesse online TV, wünsche euch einen schönen Sonntag und gehe jetzt auch das Wetter genießen. Ciao, ciao! Thank you.